So, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von City Skylines. Und wer die letzte Folge gesehen hat, da haben wir ein bisschen versucht, hier diesen Kreisel vom Verkehr her ein bisschen zu entlasten, aber hat nicht so funktioniert. Aber was mir jetzt vielleicht noch als Idee gekommen ist, was wir vielleicht machen können, ist, dass wir diese Auffahrt auf die Autobahn vielleicht ein bisschen nach hier hinten verschieben, dass quasi die ganzen Autos hier nicht gestört werden durch dieses Auffahren hier, sondern dass dann die Autos, die dann von hier kommen, quasi wie gesagt hier den Verkehr nicht stört und schon direkt weiter hier hinten auf die Autobahn auffahren können. Und das gleiche machen wir auch hier mit der Abfahrt, dass die nicht hier ist, sondern dass wir die weiter hier hinten hin machen. Dann bringt das vielleicht ein bisschen mehr und natürlich auf der Seite genauso. Dann müssten wir aber hier diesen Autobahn, also müssen wir hier diesen Block, wo wir hier haben, vielleicht doch nochmal abreißen. Weil das wäre eigentlich was, was mir ziemlich wichtig ist, dass der Verkehr einigermaßen gut läuft. Dann machen wir halt hier nur diese Verbindung rein und reißen dann das hier nochmal ab. Genauso wie hier das. Und das machen wir auf jeden Fall auch erstmal weg. Da hat ja eh noch nichts gestanden, deswegen ist das noch nicht so schlimm. So, hier haben wir ja noch ein paar Müllverbrennungsanlagen, damit der ganze Verkehr oder die ganzen Verbrennungsfahrzeuge nicht von außerhalb von hier irgendwie kommen müssen, sondern direkt von innerhalb der Stadt kommen. So, die haben hier ein kleines Polizeiproblem. Werden wir aber auch noch klären. Und ich glaube, ich verbessere mal hier noch die Straße. Würde ich sagen, verbessern. Bam, 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 bam. So. Wir hier. Und die verbessern wir auch mal noch. So, jetzt machen wir in die Richtung auch noch. Macht es vielleicht ein klein wenig hübscher oder attraktiver zumindest mal. Da machen wir da auch noch gerade die neuen Bäumchen hin. Oder die Bäume, die ich immer sonst auch hinmache. So, einmal hier und hier auch. Und dann würde ich sagen, drücken wir mal nochmal hier auf Stopp. Und versuchen das einigermaßen zu verbessern hier. So, jetzt haben wir ja auch hier ein bisschen mehr Platz. Und eigentlich würde ich das hier gerne auch so verbinden, dass das hier ein bisschen hübscher zusammenfällt. Obwohl, da geht es, wie gesagt. Gut, dann einmal die Autobahn. So, machen wir jetzt einfach mal von hier aus. Ziehen wir jetzt einfach mal hier so eine gerade Strecke. Und verbinden das hier vielleicht mit dem. So, und dann lassen wir die mal hier auffahren. So. So, hier müssen wir dann auch noch eine gerade Strecke machen. Das habe ich da wieder nicht gerade ausgewählt. So, dann einmal hier gerade. Und das hier dann so da rein. Und dann vielleicht gerade so. Dann machen wir da eine Einbahnstraße draus. So, verbessern. Richtungswechsel hier rein. Sieht jetzt zwar nicht so hübsch aus. Zumindest mal auf der Seite nicht. Ich will es irgendwie ein bisschen hübscher machen. Gerade. So von hier nach da irgendwie. So, und kann ich von hier vielleicht so? Naja, hat es jetzt nicht viel besser gemacht. Aber dann wird vielleicht hier ein bisschen der Stau verhindert und auf der Seite machen wir das auch. Gerade. Machen wir jetzt mal hier so die Auffahrt. Bis hierhin. Und speichert das. So. Und hier genauso. So und so. Dann machen wir die Auffahrt mal hier hin. Und hier machen wir es genauso.
Dann verbessern. Ich meine, ja doch, Richtungswechsel. Das geht in die Richtung. Das hier geht in die Richtung. So. Vielleicht hilft das ja jetzt auch noch mal ein klein wenig. Hier müsste ich aber noch ein kleines Stück irgendwie ein bisschen weniger machen. So, weil die ist ziemlich weit vorne. So, gerade. So. Und so. Okay, so ist besser. So passt das schon ein bisschen besser. Ist zwar jetzt auch immer noch nicht das Hübscheste, aber vielleicht funktioniert's. Da schauen wir dann einfach mal gleich vorbei. Ich guck mal, ob da noch irgendwo ein paar Ampeln jetzt sind, die nochmal neu entstanden sind, weil ich das da hingebaut habe. So, hier sind keine. Jetzt hoffe ich, dass die Leute, die in die Stadt wollen, vielleicht auch dann hier lang fahren und dann hier reingehen. Und wenn das halt nicht der Fall ist. So, jetzt staut sich das aber hier halt nochmal komplett. Jetzt einfach hier diese Ecken, die machen den ganzen Stau aus. Aber das hier wird, wie gesagt, zumindest mal jetzt benutzt. Das finde ich sehr gut. Aber der Verkehr ist immer noch so schlecht. Komm, warum fahren die hier nicht weiter? Warum? Warum bleiben die da stehen? Warum machen die da einen U-Turn, hä? Verstehe ich jetzt nicht. Warum machen die alle da einen U-Turn? Geht mir nicht in den Kopf. Naja, wir platzieren auf jeden Fall da außenrum mal noch ein paar Bäumchen. Würde ich sagen. Um die Autobahn rum. Dass da der Verkehrslärm ein bisschen entlastet wird. Noch eins stärker vielleicht. So. Auch noch ein bisschen rein. Dann der nächste Baum. Solltet ihr ja mittlerweile von mir kennen, denke ich mal, wie ich die Bäume anordne. So, dann noch einmal hier die große Tanne. Machen wir noch ein paar zwischen rein. Und dann noch die kleinen Tannen. Die kommen hier auch noch mal rein. So. Aber das checke ich jetzt wirklich nicht. Hä? Und jetzt fahren alle wieder hier lang? Oder wie? Und jetzt wird das hier in der Mitte gar nicht genutzt. Hä? Naja, aber es scheint irgendwie einigermaßen zu fließen. Aber es ist jetzt auch wieder das, die fahren jetzt lieber hier lang und fahren dann hier auf die Autobahn drauf. Und machen den Kreisel ein bisschen vom Verkehr her schlechter, anstatt dass sie hier oben lang fahren. Verstehe ich jetzt wieder nicht. Geht mir nicht in den Kopf. Naja, aber ich glaube, das müssen wir einfach so akzeptieren, dass sie das so machen. Hat den Verkehr jetzt natürlich verschlechtert. Irgendwie. Da müsste ich mir echt mal vielleicht Videos dazu angucken, wie man das vielleicht deutlich verbessern kann, weil das geht irgendwie so nicht. Das macht mich närrisch. Eieieiei. Das hat aber wirklich nur bis hierhin die Straße, bis hier so. Und danach geht es eigentlich einigermaßen gut, weil das sieht man ja auch. Das ist alles okay hier, das da. Hier ist auch alles okay. Hier gibt es jetzt halt ein bisschen Stau. Aber ansonsten geht das eigentlich alles. Hier fahren die ja wenigstens. Nur halt hier die spawnen die in dem Bereich und halt was dann dazu führt, hier das da alles. Ich muss vielleicht einfach mehr Tourismusgebiete noch irgendwo hinbauen. Damit die ganzen Privatfahrzeuge nicht von hier der Großstadt, wie gesagt, hier reinfahren.
Das ist ja auch hier der Bereich, da habe ich ja extra jetzt Tourismus hingebaut, dass vielleicht die ganzen Einwohner, die auch von hier kommen, mehr hier hinten reingehen, anstatt hierhin. Aber naja, hat ja irgendwie nicht so viel gebracht. So, hier würde ich auf jeden Fall auch gerne noch ein Industriegebiet hinbauen irgendwie. Da machen wir, denke ich mal, auch hier noch. Jetzt haben die keinen Strom. Was ist denn jetzt los? Was habt ihr denn jetzt? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Das Kernkraftwerk brennt. Das Kernfusionskraftwerk, das Monument. Löscht es schnell. Los, ihr kriegt das hin. Ah. Ja, sie haben es gelöscht. So, jetzt müsste Strom und alles wieder angehen. Bam, 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 bam. Da war scheinbar irgendein Mitarbeiter zu inkompetent. Hat wahrscheinlich wieder Donuts gegessen. So, das dauert jetzt kurz, bis das nochmal anspringt. Perfekt. Ist natürlich blöd, wenn das die einzige Energiequelle ist, die man hat. Aber das ist halt das effizienteste von allen. Und jetzt müsste auch nochmal der Profit dann ein bisschen hochgehen. Hoffentlich. So, und an diese Stelle hier gucken wir. 1, 2, 3, dass wir hier vielleicht. So, dann müssen wir hier vielleicht doch. Ach, nein, falsches abgerissen. Muss ich gerade mal noch mal flicken. So. Eins, zwei, drei. So, ein Abstand hier. Einmal so. Sollte passen. 88 hier. Und dann machen wir noch 88 in die Richtung hier. Beziehungsweise, also da machen wir, wie machen wir es am besten? Mal mache ich mal gerade so, dass wir die Strecke hier haben, damit wir das hier verbinden können. So. Dann machen wir, ups, dann machen wir hier auf jeden Fall die Autobahn entlang. Das können wir mal laufen lassen. So, also was heißt die Autobahn, die Schnellstraße? So, das hier machen wir mal weg. Gibt's, ich habe doch eigentlich dieses Bridges, dieses Piers and Bridges Update. Hier könnte man doch eine schöne Brücke irgendwie hinmachen. Das müsste doch eigentlich auch hier bei den Dingern sein. Was haben wir denn da eigentlich? Europäische zweispurige. Ich brauche irgendwie eine vierspurige, wenn das geht. Vierspurige Straßenbrücke. Gibt's auch sechsspurige? Sechsspurige, guck mal hier. So, verbessern. Bam, bam. Hat das überhaupt was gemacht? Ah, das kann ich gar nicht verbessern. Auch gut. Das war irgendwie blöd. Ich würde es aber gern verbessern. Macht das vielleicht einen Unterschied, wenn ich das jetzt abreiße? Und das jetzt vielleicht direkt gerade da reinbaue? Geht das? Nee. Geht natürlich nicht. Wer hätte es gedacht? Tja, dann müssen wir es wohl so lassen. So, da haben wir auf jeden Fall hier eine Verbindung. Hier könnten wir vielleicht auch noch so eine Querverbindung reinbauen. Dann müssten wir hier auf jeden Fall auch noch eine Straße hinmachen. So, dann gucken wir doch mal direkt, wie lang das ist. Also, oder beziehungsweise wie lang wir es machen können. So, drei. Ist die Frage, aber das müsste ja eigentlich perfekt passen. Ja, sehr gut. So, und dann müsste es eigentlich ja funktionieren, dass wir hier das Stück. So. Und hier genau verbinden. Was heißt verbinden? So, dann müssen wir das Stück abreißen. So, dann machen wir mal gerade vier hier und vier hier. So, dann machen wir hier eine Kurve rein.
So. Dann passt das, denke ich mal, ein bisschen besser. So, dann machen wir immer hier kurz das aus. Dann hier wieder gerade. So, 4. So, das sind auch 4. Hier sind es 4. So, und jetzt müssen wir eigentlich hier so eine Straße mal reinbauen. So. Ich versuche dieses Grid einfach zu kopieren, einfach weil das, damit fährt man eigentlich ganz gut bis jetzt. Deswegen kommt das einfach hier überall rein, da wo es reinpasst. Und wir haben ja hier noch ein kleines Industriegebiet, wo wir vielleicht Landwirtschaft machen können, und hier auch. Können wir hier vielleicht so einen kleinen Industriezweig nochmal reinbauen, damit wir da ein bisschen mehr Ware haben, weil wir haben ja auch ein bisschen Industrienachfrage noch. So, dann müssen wir hier vielleicht dann noch später so eine kleine Kurve reinbauen, aber das kriegen wir dann schon hin. Aber dann jetzt erstmal hier die Verbindungen reinmachen. Ups, das da nicht. Und hier sollen ja auch eigentlich keine rein. So. Theoretisch hier, und hier kommt eine hin. Machen wir die hier weg. Machen wir das hier mal noch da rein. Hier. So, das hier kommt auch weg. Dann so. Hier machen wir vielleicht noch eine Verbindung rein, und hier. Und hier machen wir am besten auch nur eine rein anstatt zwei. Und dann können wir das hier in der Mitte auch abreißen. Und dann machen wir da noch mal ein paar Wege hin. So. Hier auch noch mal, dann können wir hier noch mal ein bisschen was reinbauen hier, und da machen wir dann so ein kleines Industriegebiet hin. Das heißt, hier müssen wir vielleicht ein bisschen Platz lassen. Wir können vielleicht nochmal so einen kleinen Park dazwischen bauen. Jetzt wäre halt geil, aber das passt ja nicht, wie ich hier sehe, dass wenn die hier gepasst hätten, dass man da auch noch hätte eine richtig coole Brücke direkt drüber bauen können. Dann müsst ihr nämlich nicht alle über die Autobahn hier fahren, sondern können eigentlich auch von hier aus rüber. Aber vielleicht können wir das ja einrichten. Wir testen das mal, ob das was bringt. 1, 2, 3... So, dann müssen wir halt von hier irgendwie anfangen. So, jetzt bräuchte ich aber nochmal hier die kleinen Teile. So, können wir hier ein bisschen weniger. So. Dann hier so. So, hier machen wir jetzt mal noch 80 Grad. 2, 3. Dann haben wir noch 80 so und dann einfach so. Mal gucken, ob das irgendwie was bringt. So, hier hat sich aber keine Ampel reingesetzt, aber hier. Vielleicht können wir so auch noch mal ein bisschen Verkehr da abziehen. So. Und vor allem, wenn dann hier Industriegebiet ist, dann denke ich mal sowieso. So, dann machen wir hier auch nochmal eine Querstraßen rein.
Hier in die Mitte auch. So, hier machen wir das dann mal so. Sieht jetzt ja genau gleich aus, nur dass halt das Ding hier in der Mitte andersrum gedreht ist. So, aber die Stadt läuft. Wir haben 40.000 plus. Das finde ich sehr gut. War ja auch schon weniger, aber ich weiß auch nicht, woran das manchmal liegt, dass man dann, obwohl man eigentlich nicht viel verändert in der Stadt, warum dann der Profit pro Woche in der Stadt so stark runtergeht, dass man dann von 40.000 irgendwie auf 5.000 runtersinkt. Wir können ja mal noch gucken, wie es mit den Aktien jetzt noch aussieht. Da müssen wir, glaube ich, auf Wirtschaft, gell? Oha, guck mal, hier haben wir plus 500.000 gemacht. Ich glaube, die ist jetzt scheinbar nochmal irgendwie im Sinkflug. Aber ja, ich verkaufe die jetzt einfach mal, oder? Die hier verkaufe ich auch. Die hier verkaufe ich. So, und die zwei behalten wir. So, und dann müssten wir eigentlich unsere Börse jetzt nochmal upgraden können. Bam. Jetzt haben wir auch die große Bank freigeschaltet. Und jetzt müssten wir eigentlich nochmal mehr Steuereinnahmen machen. Können wir sie nochmal aufbessern? 1,5 Millionen. Ah, 200.000. 250.000 knapp hätten uns noch gefehlt. Jetzt muss ich aber hier dann doch nochmal scheinbar irgendwie... Und schon geht die wieder komplett nach oben. Ist ja asozial. So, das geht ja auch nochmal hoch, aber das kostet nicht so viel. Holen wir uns das da mal noch. Die scheint ja auch jetzt irgendwie scheinbar ziemlich stabil zu sein. So, und die, wo sinken, die holt man sich auch am besten. So, jetzt habe ich, glaube ich, fast kein Geld mehr. 3 Millionen. Kann ich mir die noch kaufen? Ja. Jetzt haben wir nur die Zirpa-Aktie nicht. Aber die kostet jetzt auch zu viel. Aber da sollten wir, denke ich mal, auch noch hinkommen. So, dann holen wir uns mit dem Financial District DLC. Oh, dann kriegen wir noch die ganz, ganz große Bank. Können wir ja noch hier uns das den Bankenwolkenkratzer bauen. Den können wir ja irgendwo hier noch so hinbauen, wenn das passt. Passt der hier hin? Nee. Hier an den Rand so? Hier, ins Industriegebiet. Nein, das glaube ich auch nicht so gut. Eigentlich wäre hier echt ganz gut, irgendwie. Machen wir den einfach hier so hin, oder? Ich denke mal, da stört er keinen. So. Da haben wir hier noch so einen Platz, wo wir dann auch noch so einen Weg hinbauen können. Beziehungsweise zwei. Jetzt muss ich hier nochmal den Dings ausmachen. So, dann machen wir hier auch noch. Einfach mal hin. Können wir das auch hier unten durch verbinden? Denke ich auch keine schlechte Idee, machen wir gleich noch. Aber dann haben die hier auf jeden Fall auch noch einen Weg, wo sie langlaufen können. Da passt das, glaube ich, auch sogar noch. Sehr gut. So, hier habe ich es eins tiefer gemacht. Warum? Keine Ahnung. So, hier müsste ich es eigentlich verbinden. Und hier eigentlich auch. Ah gut, hier war das tiefste. Okay. So, dann machen wir hier einfach noch ein paar Querverbindungen rein. Hier auch. Bringen wir hier noch. Und hier bei der Kreuzung noch. Gut, dann sollte das, denke ich mal, so passen. So, dann haben wir hier noch so einen Bankenwolkenkratzer. Jetzt haben wir schon plus 55.000. Noch besser. So, und die Aktien. Ich weiß nicht, ob man dann eigentlich so schnell da schon einen Zuwachs sehen kann. Aber sieht nicht so aus. Geht alles runter. Mann. Tja. Alles am Sinken. So, hier haben wir noch Industrienachfrage. Da würde ich dann vielleicht das kleine Gebiet hier und hier das kleine Gebiet. Müsste ich mal gucken, weil das... Hier kann man ein bisschen Landwirtschaft machen. Das ist eigentlich sehr gut. Das ist eigentlich recht gut abgegrenzt jetzt hier. Dass wir das vielleicht mal gerade noch... zumindest mal
feststecken, das Gebiet. So. So, so. Und so. Dann wieder eine nicht ganz so große Hauptstraße. Kommt dann hier hin. Ah, das war jetzt die ganz große Hauptstraße. Ups. Warum haben wir jetzt hier wieder so einen kleinen... Ist außer das, was ich mich immer frage, warum hier manchmal so kleine Hubbel dann drin sind. So. Da können wir eh nicht mehr weiter geradeaus gehen, deswegen müssten wir hier vielleicht noch dann so eine kleine Straße reinbauen. Oder hier so eine Kurve. Drei, vier. Das heißt, hier machen wir auch mal eine Kurve rein. So, Kurve. Jetzt habe ich natürlich wieder das Netz hier aus. So. Dann hier. Und hier machen wir nämlich die Verbindungen mal weg. Die hier auch. So, und hier müssten wir irgendwie auf jeden Fall was reinbekommen. So ein bisschen. Das sollte jetzt eigentlich alles im Bereich drin sein. Ja, passt. Also hier ist auf jeden Fall, hier ist auch was noch. Hier dieses kleine Stück könnte man vielleicht auch noch benutzen. Müssen wir mal gucken hier. Aber ich werde jetzt erstmal nur den Bereich hier markieren als Landwirtschaftsgebiet. Weil dafür haben wir ja noch gar nichts. Deswegen da, wo es funktioniert, werde ich das auf jeden Fall benutzen. So, ist nur ein ganz kleines. Dann müssen wir da auf jeden Fall noch das Hauptgebäude reinbauen. Würde ja eigentlich passen, das da an die Hauptstraße dran zu bauen. Oder hier, wo es keinen stört. So, eigentlich können wir es ja auch hier dran machen, weil da ist ja nichts. So. Und das braucht ja keine Ressourcen. Deswegen sollte das eigentlich passen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier die Folge dann auch nochmal zu Ende. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns einfach bei der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.